Häufige Probleme mit dem Samsung Galaxy Note 10 Lite und wie man sie behebt. Wie behebt man das Heizungsproblem des Samsung Galaxy Note 10 Lite? Trennen Sie das Telefon, nachdem es vollständig aufgeladen ist. Dies führt häufig zu Überhitzungsproblemen. Achten Sie darauf, eine dünne Rückseite zu verwenden. Die Verwendung einer dicken Rückabdeckung kann zu einer unzureichenden Belüftung Ihres Telefons und zu Erwärmungsproblemen führen. Spielen Sie keine Spiele, während Ihr Telefon geladen wird, und verwenden Sie Ihr Telefon während des Ladevorgangs nicht zu oft. Achten Sie immer darauf, das Original-Ladegerät zu verwenden, wenn Sie Ihr Samsung Galaxy Note 10 Lite Smartphone aufladen. Die häufigste Ursache für eine Überhitzung des Telefons ist das stundenlange Spielen. Dies ist ein häufiges Problem bei fast jedem Smartphone. Installieren Sie keine nicht unterstützten Apps und Spiele auf Ihrem Telefon. Dies führt häufig zu Überhitzungsproblemen. Halten Sie Ihr Telefon immer auf dem neuesten Stand und aktualisieren Sie alle Ihre Apps regelmäßig. Lassen Sie Ihren Telefonspeicher nicht voll werden. Aus diesem Grund kann Ihr Telefon langsam werden und Probleme mit der Erwärmung verursachen. Manchmal können aufgrund der hohen Temperatur Ihrer häuslichen Umgebung sogar Heizungsprobleme auftreten. Laden Sie Ihre App immer aus dem Google Play Store herunter. Manchmal können aus dem Internet heruntergeladene Apps Probleme mit der Heizung verursachen. Wenn Ihr Akku sehr alt und nicht in einem gesunden Zustand ist, dann ist dies auch der Hauptgrund, warum Ihr Samsung Galaxy Note 10 Lite Smartphone überhitzt. Entsperren Sie außerdem den Bootloader auf dem Samsung Galaxy Note 10 Lite. Schlechte Akkulaufzeit auf meinem Samsung Galaxy Note 10 Lite. Wenn sich der Akku Ihres Samsung Galaxy Note 10 Lite schnell entlädt, können Sie die folgenden Schritte ausführen. Können Sie die Ursache des Problems auf Ihrem Smartphone ermitteln. Wie kann man eine schlechte Akkulaufzeit auf Ihrem Samsung Galaxy Note 10 Lite beheben? Schalten Sie GPS immer aus, wenn GPS nicht benötigt wird. Wenn Sie Apps wie Phone Cleaner installiert haben, dann installieren Sie diese unbedingt. Diese Apps laufen im Hintergrund und verbrauchen den Akku Ihres Telefons. Laden Sie niemals andere Apps als den Play Store herunter. Diese Apps können Malware enthalten, die im Hintergrund Ihres Telefons ausgeführt wird und zu Problemen mit der Batterieentladung führt. Versuchen Sie immer, Ihr Telefon in den allgemeinen Einstellungen zu verwenden. Verwenden Sie Ihr Samsung Galaxy Note 10 Lite nicht in benutzerdefinierten Einstellungen, was ein Grund für eine schlechte Akkulaufzeit sein kann. Wenn Sie einen merklichen Abfall des Batterieprozentsatzes Ihres Telefons bemerken, versuchen Sie, die Batterie auszutauschen. Die Verwendung Ihres Samsung Galaxy Note 10 Lite in hohen Bildschirmhelligkeitseinstellungen kann den Akku schnell entladen. Wenn Sie mehr Spiele spielen, muss dies auch der Grund sein, warum sich Ihr Akku schnell entlädt. Überprüfen Sie, ob nach der Installation von Apps auf Ihrem Telefon Batterieprobleme auftreten. Wenn Sie eine App installieren, die behauptet, dass sie die Batteriesicherung Ihres Telefons verstärkt, dann installieren Sie sie. Wenn Sie Ihr Telefon über viele Stunden im Energiesparmodus halten, entlädt sich auch der Akku schnell. Wenn das Akkuproblem weiterhin besteht, nachdem Sie die obigen Schritte ausgeführt haben, versuchen Sie, Ihr Samsung Galaxy Note 10 Lite auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Verwandt, so installieren Sie TWRP auf dem Samsung Galaxy Note 10 Lite. Die WRP-Datei kann je nach Entwicklung verfügbar sein oder nicht. Träger oder träge Benutzeroberfläche auf dem Samsung Galaxy Note 10 Lite. Fühlen Sie sich bei der Verwendung Ihres Telefons träger und träge Benutzeroberfläche? Wenn ja, hier ist die Komplettlösung für Ihr Gerät. Bitte lesen Sie alle Schritte sorgfältig durch, bevor Sie sie auf Ihr Telefon anwenden. Wie behebe ich Verzögerungsprobleme auf Ihrem Samsung Galaxy Note 10 Lite Android-Gerät? Wenn Sie eine Antiviren-App auf Ihrem Telefon verwenden oder eine unerwünschte Cleaner-App verwenden, dann installieren Sie sie. Stellen Sie sicher, dass im internen Speicher Ihres Telefons genügend Speicherplatz vorhanden ist. Wenn Ihr Telefon keinen Speicherplatz mehr hat, geben Sie etwas Speicherplatz frei, und Ihr Samsung Galaxy Note 10 Lite wird wieder normal funktionieren. Verbinden Sie Ihr Telefon mit einem PC-Laptop und scannen Sie mit QuickKey oder einer anderen vertrauenswürdigen Antivirensoftware. Dadurch wird der Virus von Ihrem Telefon entfernt.
Manchmal kann es aufgrund des langsamen Internets zu trägen und trägen Erfahrungen kommen. Wenn das Problem weiterhin besteht, nachdem Sie die obigen Schritte ausgeführt haben, versuchen Sie, Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Gehen Sie zu Einstellungen Systemoptionen zurücksetzen, wählen Sie alle Daten löschen, zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Es besteht eine gute Chance, dass Ihr Telefon nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen schneller läuft als zuvor. Nutzlose Apps, deinstallieren Sie sie. Manchmal kann die Verwendung eines benutzerdefinierten Designs auf Ihrem Telefon die Leistung Ihres Telefons verlangsamen. Wenn Sie kürzlich einen Launcher eines Drittanbieters auf Ihrem Samsung Galaxy Note 10 Lite installiert haben, kann dies der Grund für dieses Problem sein. Sie können es deinstallieren und zum Standardesischen zurückkehren. Versuchen Sie, einen grundlegenden Neustart Ihres Geräts durchzuführen, und prüfen Sie, ob das Problem behoben ist. Überprüfen Sie, ob auf Ihrem Telefon die neueste Android-Version ausgeführt wird. Wenn nicht, aktualisieren Sie Ihr Telefon auf das neueste verfügbare Betriebssystem. Aktualisieren Sie alle Ihre Apps, sobald Updates verfügbar sind. Ich habe alle möglichen Lösungen besprochen, mit denen Verzögerungsprobleme des Samsung Galaxy Note 10 Lite problemlos behoben werden können. Ihr Samsung Galaxy Note 10 Lite fährt unerwartet herunter. Dieses Problem tritt sehr häufig bei Android-Smartphones auf. Bei diesem Problem schaltet sich Ihr Telefon plötzlich aus. Wenn bei Ihrem Samsung Galaxy Note 10 Lite dasselbe Problem auftritt, ziehen Sie die folgenden Schritte in Betracht. Wie behebt man das plötzliche Herunterfahren in Samsung Galaxy Note 10 Lite? Überprüfen Sie zunächst, ob der Akku Ihres Samsung Galaxy Note 10 Lite einwandfrei funktioniert oder nicht. Gehen Sie dazu zum Telefonwähler und geben Sie Raute 4636 Raute ein und wählen Sie. Jetzt können Sie Batterieinformationen sehen. Wenn Ihr Telefon zu heiß wird, kann dies auch der Grund für das plötzliche Herunterfahren des Telefons sein. Wenn sich das Telefon aufheizt, kann dies auch die Komponenten Ihres Geräts beschädigen. Verwenden Sie keine sperrigen Rückabdeckungen. Dies kann aufgrund unzureichender Belüftung zu Heizproblemen führen. Stellen Sie sicher, dass der interne Speicher des Telefons noch freien Speicherplatz hat. Wenn nicht, könnte dies der Grund sein, warum es unerwartet heruntergefahren wurde. Nachdem Sie die obigen Schritte ausgeführt haben, setzen Sie Ihr Samsung Galaxy Note 10 Lite auf die Werkseinstellungen zurück, wenn das Problem weiterhin besteht. Dies wird definitiv Ihre Probleme lösen. Der Bildschirm des Samsung Galaxy Note 10 Lite ist eingefroren oder hängt fest. Dieses Problem kann auftreten, wenn Sie Spiel spielen, eine Aufgabe ausführen oder Anrufe tätigen. Dieses Problem wird hauptsächlich durch wenig RAM auf Ihrem Android-Telefon verursacht. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Problem zu beheben. Wie behebt man einen eingefrorenen oder hängen gebliebenen Bildschirm auf dem Samsung Galaxy Note 10 Lite? Suchen Sie zunächst nach Android-Updates auf Ihrem Smartphone. Wenn jetzt ein Update verfügbar ist, aktualisieren Sie es sofort. Wenn es Apps auf Ihrem Telefon gibt, die Sie nicht verwenden, deinstallieren Sie sie oder erzwingen Sie deren Beendigung. Starten Sie Ihr Samsung Galaxy Note 10 Lite im abgesicherten Modus neu und warten Sie, ob das Problem behoben ist. Wenn nicht, starten Sie Ihr Telefon normal neu und entfernen Sie die App, die das Problem verursacht hat. In bestimmten Apps wie Instagram können Probleme mit hängendem Bildschirm auftreten. Das ist nicht das Problem der Anwendung. Entweder ist Ihr Telefonspeicher niedrig oder es ist weniger Speicherplatz auf Ihrem Telefon vorhanden. Wenn dieses Problem bei der Verwendung einer App auftritt, gehen Sie zu Apps Alle Apps Anzeigen App auswählen. Sie haben Probleme und leeren Sie den Cache. Der Hauptgrund für dieses Problem ist RAM. Ich hoffe, nachdem Sie die obigen Anweisungen befolgt haben, können Sie dieses Problem lösen. Apps öffnen sich langsam auf dem Samsung Galaxy Note 10 Lite. Sie müssen schon oft gesehen haben, dass sich eine App beim Öffnen sehr langsam öffnet. Sie werden dieses Problem bei allen Telefonen finden. Wenn dieses Problem auch auf Ihrem Telefon auftritt, befolgen Sie einige der einfachen Schritte. Wie kann ich beheben, dass Apps auf dem Samsung Galaxy Note 10 Lite langsam geöffnet werden? Überprüfen Sie zunächst, ob der interne Speicher Ihres Telefons über genügend Speicherplatz verfügt. Wenn nicht, löschen Sie einige Papierkorbdateien und überprüfen Sie sie.
Dieses Problem tritt häufiger aufgrund einer falschen REM-Verwaltung auf Ihrem Telefon auf. In diesem Fall können Sie die REM-Booster-App verwenden. Dies hilft Ihnen bei der Gesamtleistung Ihres Geräts. Überprüfen Sie, ob Sie Mood-Apps oder Spiele auf Ihrem Gerät installiert haben. Wenn Sie es installiert haben, dann installieren Sie es sofort von Ihrem Samsung Galaxy Note 10 Lite. Wenn das Problem in allen Apps auftritt, sollten Sie Ihr Telefon neu starten und überprüfen. Damit sind die Erfolgsaussichten höher. Sie können die Lite-Version der Apps verwenden. Dies kann die REM-Nutzung auf Ihrem Telefon reduzieren. Wenn dieses Problem weiterhin auftritt, sollten Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn dieses Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Apps und Spiele stürzen plötzlich oder unerwartet auf Ihrem Samsung Galaxy Note 10 Lite ab. Wenn Sie eine App oder ein Spiel öffnen und plötzlich geschlossen werden, ist dies ein häufiges Problem und kann behoben werden, indem Sie die folgenden Schritte zur Behebung dieses Problems ausführen. Wie behebt man plötzliche App-Abstürze auf dem Samsung Galaxy Note 10 Lite? Gehen Sie zuerst zu Einstellungen Apps und suchen Sie die problematische App. Wählen Sie die App aus und löschen Sie die Daten. Überprüfen Sie, ob der interne Speicher Ihres Telefons noch mindestens 1 GB Speicherplatz hat.